bist natürlich erfolgreicher, wenn du mehr Klicks hast, wenn du mehr zu. Das ist ja wie im Fernsehen früher, wenn Dieter Bohlen damals hier oder heute noch seine DSDS-Sendung hat, dann geht es ja auch nach Aufrufen, nach Klicks, nach wie viele Zuschauer hat er am Abend da, wie viele lassen den Sender an. Oder damals war es noch der Gucker schlechthin, war damals Thomas Gottschalk mit Wetten, dass. Das hat die besten Einschaltquoten, glaube ich, was gab es mehr. So, da ging es auch da, dass die so viele Einschaltquoten wie möglich haben. Früher waren es beim Fernsehen die Einschaltquoten. Heute sind es bei Instagram die Klicks und die Likes und bei YouTube auch die Klicks. Mehr die Klicks, glaube ich, ne? Und ja, wie gesagt, das ist halt alles so trotzdem irgendwo. Und da musst du dann nicht mal eine Leistung für manchmal bringen. Hast du schon einen bestimmten Wettkampf im Auge jetzt für nächstes Jahr, oder? Ja, ich wollte ja erst New York machen. Wieder zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Frankfurt wird ein bisschen knapp, weil das ist im Mai schon. Jetzt habe ich wahrscheinlich was anderes noch. Jetzt machen sie nächstes Jahr wahrscheinlich wieder in Prag die Show. Das werde ich mitmachen. Das ist so. Wie gesagt, das Wichtigste ist aber erstmal wieder richtig voluminös werden, gesund bleiben und ja, glücklich. Desto älter du bist, desto mehr merkst du, die Jahre vergehen schneller. So, die rennen dir weg. So, und ich bin jetzt 37, bin jetzt bald bei der alten Herren 40er da. Weiß aber heute noch, wie ich da damals als Junior da Bodybuilding gemacht habe. So, also wie gesagt, das ist so, also das ist so schnell, lebe ich so und auch der Sport so. Gibt ja so gewisse Geschichten, so auch von Leistungssportler, die dann irgendwie auch, oder nachdem sie dann, kommt ja auch irgendwann mal eine Zeit danach, nach dem Wettkampfsport, so, weißt du, wo du dann, bei Footballern gibt es ja auch so im Internet oder so, wo die dann sich da die Kugel geben, weil die dann nicht mehr Football spielen können oder weil die keine Aufgabe mehr sehen in dem Leben, weil sie haben jahrelang Fußball gespielt oder Football oder Basketball, keine Ahnung was, und auf einmal ist die Karriere vorbei und jetzt, was machen die dann, weißt du? Und dann musst du ja dann wieder eine neue Aufgabe für dich finden. So, deswegen sage ich immer so, ja, nicht nur die Aufgabe sehen, als Wettkämpfer zu machen, auch natürlich auch andere Sachen noch wichtig im Leben, so, weißt du? So, wie gesagt, die YouTube-Geschichte mache ich ganz gerne jetzt. Ja, ich habe auch einen guten Kameramann an meiner Seite hier, der ist super, der ist mir sehr bemüht, das macht auch Spaß. Wenn wir beide uns treffen, dann haben wir gute Laune, dann freue ich mich schon. Er schreibt mir heute Morgen, yo, ich bin auf dem Weg, dann sage ich, geil, wird ein geiler Tag, so, weißt du? So, oder, also wie gesagt, das ist eben auch das Ding, so, das sind ja so Arbeitsgeschichten. Und dann freust du dich halt so, weißt du? Und ich habe es halt nicht gerne, wenn du irgendwas machst und denkst so, wie damals, oder manchmal so in irgendwelchen Jobs oder so, wo du dann da hingehst und denkst so, oh, heute muss ich den treffen, Alter, oh, hab ich Bock auf den. Weißt du, so, den könnte ich ankotzen oder ich muss ja heute mit dem oder so. Weißt du, oder den oder das oder so. Das ist halt so, das ist halt so, das belastet dich auf Dauer dann, so, weißt du? Sowas ist Gott sei Dank bei mir jetzt im Moment nicht so der Fall. Ne? Was hältst du von Leonida Vakona? Oh, der ist brutal, ne? Das ist schon. Halte ich viel von den Burschen. Ja. Auch menschlich gesehen so. Für mich ist immer wichtig, auch menschlich, muss ich sagen. Ich bin immer so ein Typ, so, sportlich so ist das eine so alles, aber ich finde auch mal so, was bei manchen Sportlern immer so ist, sie vergessen, naja, woher sie herkommen, oder sie vergessen, oder sie werden arrogant, oder sie sind von vornherein Arschlöcher. Fragt er mich, was machen Sie Bankdrücken? Dann sage ich irgendwie so und so. Dann sagt er, oh, hören Sie damit auf. Sobald Sie mehr als 100 Kilo Bankdrücken machen, ist das schlecht für die Schulterpfanne. Lassen Sie es mal sein. So, oder beim Kniearzt, machen Sie mal Beinpressen, dann lassen Sie es auch mal sein oder sowas. Also, die sagen alle, die Ärzte so. Außer so ein Arzt, der sich selber mit Sport richtig befasst, der sagt dann auch mal, ja. Aber die meisten, die dann so absolut dafür auch keinen Sinn haben, empfehlen dir dann, das sein zu lassen. Aber die haben auch dann meistens so die können das nicht nachvollziehen, was du da für eine Passion, für eine Liebe zu hast. Wie machst du das mit den Kohlenhydraten nach dem Training? Also viele essen ja jetzt gleich noch Gummibärchen oder so. Ja. Oder, also eine Mahlzeit danach ist schon klar, dann irgendwie so mit Reis oder Nudeln halt. Aber jetzt so direkt oder steht noch was mit rein? Whey oder. Ja, also ich persönlich mache das schon seit Jahren so. Nach dem Training immer Vitago, Whey-Isolat, EAAs, Magnesium und Vitamin C, weil das halt gleich für die Erholung gut ist. Sowas halt nach dem Training. Vitago so viel, also Kohlenhydrate so viel, wie du Körpergewicht hast. Also man kann auch, wenn man nicht, weil Vitago ist ja ein bisschen preisaufwendiger, man kann auch natürlich Traubensaft nehmen. So, geht auch, ist jetzt die günstigste Variante, geht auch, also Hauptsache Zucker, einfach Zucker oder Hauptsache halt ein Getränk, flüssig.
Geht am besten rein sofort. So, weil es sofort ins Blut geht, ne? So, ansonsten Kohlenhydrate halt so viel wie Körpergewicht, wie man fettfreies Körpergewicht ansieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich jetzt angucken würde im Spiegel, sage ich jetzt 105 Kilo so, dann sagen wir prima Daumen 90 Kilo Trockengewicht, Wettkampfgewicht so. Also nehme ich 90 Gramm Kohlenhydrate danach. So. Wenn jetzt einer, wie gesagt, 70 wiegt und halt schlank ist oder so, also geht man von 60 Kilo Trockengewicht aus. So, und dann halt, wie gesagt, so ein Shake, das ist erstmal das erste nach dem Training. Damit lieferst du dem Körper die schnellsten Baustoffe. Geht schnell rein alles. Der Blutzucker geht natürlich schnell hoch und wieder runter. Musst du dann aufpassen, dass er nicht zu schnell runterfährt, weil dann kriegst du einen Unterzucker. Je nachdem, wie man fortgeschritten auch ist. So. Und dann empfehle ich so eine Stunde bis anderthalb Stunden später schon mehr wieder das Normalste werden. Also so ein Reis mit Hühnchen oder sowas. Nudeln würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt nach dem Training. Muss man so sehen, man sagt ja so, nach dem Training hast du so dieses anabole Fenster. Dieses anabole Arsch. Doch. Diesen anabolen Arsch. Also dieses anabole Fenster, dieses anabole schöne Gesäß. Also das geht so etwa 2-3 Stunden, sagt man so. Und das sind dann die ersten zwei Mahlzeiten. Und die versuche ich immer, erstmal, musst du mal so sehen, desto fettreicher und desto ballaststoffreicher eine Mahlzeit ist, desto mehr brauchst du, um aufgenommen zu werden, also um verdaut zu werden. Also desto mehr du Fett in einer Mahlzeit hast, deswegen ist es so, wenn du so eine Schweinshaxe frisst mit Sauerkraut oder weiß ich was und Brot, das dauert lange, dann merkst du am Magen und manchmal stößt ja auf und weiß ich, dauert 5-6 Stunden so. Also bei mir ist das so, wenn ich Wettkampfvorbereitung mache, mache ich ja so Diät. Das heißt, die ganze Woche mache ich strikt Diät. Habe ich dann so einen Kalorienbedarf, weiß ich nicht, esse ich dann 2500 Kalorien oder 3000, je nachdem, ich stöckel das ja immer stückisch runter, bis ich dann nachher die letzten Wochen noch bei fast 1500 oder 1000 bin, so je nachdem, wie ich in Form bin oder kommen muss oder was auch immer. So, und dann auch mit den Kohlenhydraten so. Aber du musst ja so sehen, desto weniger Kohlenhydrate, wenn du Stück für Stück isst, desto mehr ist dein Tank leer. Und desto mehr schreit der Tank danach, ich brauche wieder was zum Nachschub. Und desto mehr hast du das Bedürfnis nach Zucker, nach Süßigkeiten. Bei mir möchte. Das Problem habe ich auch. Und dann. Wie? Das Problem habe ich auch, dass ich, sag ich mal, 5 Tage irgendwie keine Kohlenhydrate esse. Und dann am 6. oder 7. Tag dann mal. Hast Bock. Schon dran schnuppern, so eine Mischung. Und dann total durchdrehen und sehen die 5 gleich wegfallen. Ähnlich geht es mir auch bei einer Muschi. Wo ich dein T-Shirt gerade sehe. Nee, Spaß. Nee, aber, ja, aber das Ding ist ja, so mache ich das ja dann auch. Dann mache ich am Wochenende einen Cheat Day oder einen Fresstag, sagt man so schön. Und dann, wenn du das so, weiß ich mal, einen Tag machst oder 3-4 Mahlzeiten, dann macht das nichts aus. Weil der Körper ist dann wieder so, der schwankt ja runter mit seinem Stoffwechsel. Wenn du jetzt 5 Tage lang so wenig gekriegt hast und auch immer dieselben Nahrungsmittel so, dann fängt der Körper an, damit umzugehen und sagen, ey, ich bekomme dasselbe, ich reagiere da nicht mehr drauf. Also ich fahre meinen Stoffwechsel runter. Dann ist es aber auch, wie gesagt, auch nochmal nach Stoffwechsel. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das gut abkann. Dann merke ich halt, wenn ich sowas mache, dann esse ich 5 Milchschnitten, 3 Puddings und dies und das. Und dann muss ich gleich auf Toilette und eine Wurst machen. Dann merkst du gleich, wie es angeschoben wird, wie es richtig. So, aber wie gesagt, wenn ich das jetzt nochmal ein paar Tage länger durchziehen würde, so, dann fängt er schon wieder an, sich dran zu gewöhnen und speichert das. Verstehst du? Also dem Moment verarscht den Körper ja und der macht es dann wieder, schaltet das im Grunde fast aus nur. Aber so ähnlich ist es, kann man es so nennen, so, weißt du, dann bist du halt nicht so, der Körper reagiert nicht so weit drauf. Ja? Was hältst du von Marc Lange, den anderen Schüssling von Johannes Lukas? Den kenne ich noch nicht. Der war jetzt letztes zu sehen, beim Bankdrücken, ne? Hat er mit dem Bankdrücken gemacht, ne? Ja. Ja, das habe ich noch nicht gesehen, das Video. Aber den habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen. Also, so, da habe ich noch keine Zeit für gehabt. Der mit Paul Unterlein und seine letzten Wände. Den habe ich gesehen, der ist super. Also der hat ja echt Muskelqualität vom anderen Stern. Und der hat das, was ich meine. Der spannt durch und da kommen die Muskeln gestreift. So, weißt? Da passiert was. Und das hat nicht jeder sofort. Weißt? Da gibt es auch welche, die haben so. Die spannen durch und da ist nicht viel. Passiert nicht viel. Oder da ist keine Qualität. Das hat auch Dennis Wolf gesagt. Wir haben sie auch so ein Video gesehen. Da hat Dennis auch so. Ich habe mit Dennis auch telefoniert, da sagt er auch so, der Typ da, wenn der mal noch richtig in die große Jungs da wechselt, dann kann da was draus werden, richtig. Also der hat richtig eine Muskelqualität,
mit 19 wie andere mit 30 erst kriegen. Tetzel, den habe ich gerade Mittwoch bei mir gehabt, da haben wir gerade gedreht. Video. Genau, da haben wir gerade ein Video. Der Tetzel ist ein furchtbar super netter Kerl, mit dem ich super gut auskomme. Auch menschlich gesehen super Typ. Und ja, der hat halt auch so seine Schicksalsschläge. Jetzt hat er mit einem Blinddarm gehabt. Davor hat er irgendwie mal einmal so ein, was war das hier, auch irgendwie so eine Nerven, das war der Nerv, also hier, dass er die Muskeln nicht anspielen konnte. Ja, und das ist das, was ich gerade sage, so, da kommen dann Sachen auf dich zu im Sportlerleben, wo du dann eigentlich nicht gerne so hättest, wo es gerade dich dann trifft. Und das war jetzt dieses Jahr, wobei sagt er auch so, er sagt, 2019 war nicht so mein Jahr. Kannst nichts machen gegen so. Jetzt muss er erstmal noch 2 Wochen aushalten ohne Training, weil er die Blinddarmgeschichte da nichts anspannen darf. Und dann geht's weiter, sagt er. Ansonsten, ja, der zieht sein Ding durch. Ne? Wie gesagt, auch Bodybuilder, die sind halt so strikt, die essen das ganze Jahr über gleich halt. Ne? Die können nicht anders vom Kopf her. Oder gerade diese Instagram-Welt da. Wenn du deine Form da immer bringen möchtest und immer gut aussehen möchtest, musst du halt auch immer diättechnisch nicht. Oder ich glaube, bei den Frauen ist es ja noch schlimmer manchmal. Das ganzen Fitnessdamen, die können ja gar nicht, die wollen ja gar nicht mal so außer Form treten. So, also die wollen ja gar nicht, weil die sich da nicht wohlfühlen. Die. Bei mir macht es gar nichts aus, wenn ich jetzt meinetwegen 115 Kilo näher wiege, hab dann immer, ich habe aber das Glück und die Genetik, dass ich trotzdem noch gute Bauchmuskeln, meine Bauchmuskeln sieht man immer. Ich habe einmal, glaube ich, 2014 habe ich mal so einen Durchhänger gehabt, da war ich aber auch überall verletzt und war psychisch ein bisschen angeknackst, weil ich da so ein bisschen so eine Phase hatte, wo ich dachte, ey, jetzt machst du schon so lange Wettkämpfe jetzt, da habe ich ja fast das ganze Jahr immer Wettkämpfe gemacht, also die ganzen Jahre immer Wettkämpfe durchgemacht. Und irgendwann dann hatte ich dann wieder, war ich gerade 30, über 30, habe gemerkt, so, ey, du bist, musst mal mehr auf deinen Körper hören. Du kannst nicht immer volle Gas drücken. Du musst doch mal den Auszeit gönnen. Und dann habe ich, wie gesagt, mal ein Jahr keinen Stoff genommen. Ganzes Jahr nichts. Und auch mal 3 Monate, 4 Monate da gar nicht trainiert sogar. Ich glaube, 4 Monate habe ich 4, 5 Monate nicht trainiert. Da konnte ich zugucken. Da konnte ich zugucken, wie ich dünn und fett wurde. Das war geil. Da habe ich dann auch morgens so, müsst ihr vorstellen, morgens bin ich aufgestanden, da hatte ich aber auch diesen Druck, weil ich habe mir immer diesen Druck näher gemacht, so dieses, ich muss morgens aufstehen um 8. Ich meine, ich bin ja sehr ähnlich so wie manche andere, so extrem, aber ich bin dann trotzdem so, ich stehe dann auf in der Regel jetzt so und stehe auf und sage so um 8 stehe ich auf, 7:30. Und um 8 esse ich erstmal, trinke ich meinen Shake so. Und um 8:30 esse ich meine 200 Gramm Haferflocken mit dem Whey. So, und um 10 esse ich dann wieder nochmal die zweite Mal Portion Haferflocken oder dies und das, oder um 1 gehe ich zum Sport oder um 12, so. Siehst du das? Dann esse ich das und dann esse ich das. Also immer alles so, dass du Kopf hast nach Plan. So. Aber dann bin ich mal so gewesen, ey, bin ich morgens aufgestanden, habe erstmal gedacht, so, ich habe noch keinen Hunger, also fresse ich noch nichts. Bis ich Hunger gemerkt habe, habe ich was gefressen. Da habe ich mit einem Leberwurstbrot geschmiert und, weiß ich nicht, Käsestulle und zum Nachtisch einen Pudding. Zum Mittag habe ich mir eine Gulaschsuppe hinterher gepfiffen oder weiß ich nicht. Oder, und abends habe ich mir, ein paar Würstchen oder eine Pizza reingeknallt. So. Einfach mal so, ohne den Druck, du musst dich nach Plan ernähren. Das war für die Seele, war das gut für mich damals, weil ich das damals, weil ich gesagt, knapp über 30, habe ich dann fast 15 Jahre durch. So. Gut, ja. Dann vielen Dank fürs Kommen schon mal. Von euch allen, fürs Mitmachen. Und ja, ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Ciao, mach's gut, tschüss. Mach das. Dann wird man ja. Markus Höhn hat ja auch schon geschrieben. Ja, das ist mein Vergnügen, dann dazu zu schreiben. Geil! Kuss, ja, Kuss. Kuss ist aber die Alpha. Ja, danke fürs Kommen.
Und bleibt immer Alpha. Du auch. Immer Alpha bleiben und immer ballern. Immer ballern, ja, das ist so. Ballern immer Alpha. So, schenken wir Oma zum Bäcker. Die Masse. Meine Oma, ja. Schenken. Jawohl, Dankeschön. Bitte sehr. So, da ist der Kameramann.